Ich schaff's auch, das aufzumachen, glaube ich. Also, wir haben den wickeligen TS gekauft und die Hunde gehen schon voll drauf ab, die wedeln und bellen. Wir waren gerade am Hermannplatz, haben den geholt. Es ist heute halt der erste Tag, wo er existiert, der bickeligen TS. Und ja, wir haben ihn noch nicht probiert, gerade Tür reingekommen, Video angemacht. Und ich fand halt sehr geil, dass der Patty von Garden Gourmet kommt. Klar, ist, die meisten sagen Nestle Scheiße und so weiter. Aber wegen des Geschmacks, also die veganen Unternehmen, die kriegen es eigentlich nicht hin, die Fleischersatzprodukte richtig krass lecker zu machen. Und sowas wie Rügenwalder Mühle, was sein Sortiment sehr stark erweitert hat in letzter Zeit oder vor ein paar Wochen. Und Garden Gourmet, die kriegen es richtig gut hin, weil die auch sehr viel Erfahrung haben. Und ja, so ist es wahrscheinlich auch bei diesem Patty. Ich mache ihn einfach mal auf. Also es besteht aus Weizenprotein, Sojaprotein. Geruchstest. Es riecht sehr McDonald's-like. Es riecht sehr, eigentlich sogar ein bisschen nach Bacon, würde ich sagen. So leicht säuerlich, leicht süßlich. Ich war jetzt 10 Jahre nicht beim McDonald's und Nicole oder Teek sowieso eigentlich fast gar nicht oder so? Ich habe mir vor Ewigkeiten, als ich noch Omni war, mal diese Cheeseburger für 99 Cent geholt und diese Mini-Pommes. Immer wenn wirklich gar nichts anderes mehr ging, weil ich den Laden so abartig fand und nicht unterstützen wollte. Aber jetzt, seitdem ich vegan bin, feiere ich das einfach dermaßen ab, dass die einen veganen Burger da haben. Das ja, ist so krass, direkt ey. Neben uns haben halt auch welche den veganen TS bestellt und wir haben auch gefragt, haben heute schon sehr viel davon gekauft, also schlägt schon ein wie eine Bombe. Ja. Und das finde ich halt sehr geil, dass einfach die Alternative besteht und auch, dass das von Garden Gourmet kommt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass die Leute es wirklich als echte Alternative nutzen. Ja, Mann, das muss voll in den Mainstream. Das ist so geil. Leute, die sonst nie vegan probieren würden, weil die nicht auf die Idee kommen würden, in so einen scheiß Bioladen zu gehen oder sich irgendwelche Produkte von irgendwelchen komischen veganen Firmen kaufen würden. Ja, solche Leute, ey, die kaufen sich jetzt einen fucking veganen Burger, einfach weil die auch nicht immer Bock haben, Fleisch zu essen. Und sonst haben wir hier halt Senf und Ketchup drauf, Salat, Gurken. Und dann probiere ich erstmal das Fleisch oder reiße erstmal ein Stück ab, dass ihr das auch mal seht, wie das dann aussieht, die Konsistenz. Ja, und sorry wegen der Bildqualität. Es ist gerade etwas dunkel hier im Raum und dann nimmt die Kamera einfach das nicht so gut auf. Es riecht sehr nach. Wonach riecht das? Also für mich. Moment. Ich kann mich nicht mehr erinnern, so lange her, dass ich Fleisch gegessen habe. An so eine spezielle Fleischsache. Oh Gott. Also jemand sagte, das wäre wie Chivapchichi, aber das finde ich gar nicht vom Geruch her. Oh Gott, ich weiß nicht, das riecht so lecker. Das riecht wie so eine richtig geile Barbecue-Soße und so Räucheraromen hat es auch. Oh. Ja, schmeckt extrem geil. Also Sachen, die wir aus pflanzlichen Sachen herstellen, wir persönlich, das schmecken nochmal geiler. Ja. Das, was wir machen, schmeckt eigentlich geil. Das habe ich aber bisher bei jedem Restaurant gehabt, dass ich, wenn wir es zumindest selber machen, also Tee kann extrem gut kochen, dann schmeckt es nochmal besser, aber es schmeckt sehr gut. Ja, auf jeden Fall für ein Fertigprodukt ist das super. Die Konsistenz ist auch echt abgefahren. Okay, hau rein. Fuck. Original wie Mac, also einfach wegen den Zwiebeln und der Soße irgendwie. Das ist nicht nur einfach Ketchup und Senf, das ist so wie ich beim Royal TS damals vor 10 Jahren oder so auch hatte. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt halt, das ist genau das, was ich sozusagen vermisst habe. Ich geh mal auf die Hunde, ey. Die vermissen das nämlich auch gerade ultra. Guck dir das an. Ey, die stehen hier die ganze Zeit rum und betteln. Ja, alles extrem geil. Ja, die sind auch vegan, ne? Also rote Beete ist auch in dem Patty drin, weil das macht es nochmal eisenhaltiger und mehr nach Fleisch schmeckend. Und auch von der Farbe rötlicher. Ein bisschen Gemüse ist drin und Methylcellulose, dadurch wird das. Die Konsistenz ist sehr gut, das haben vegane Hersteller oft nicht. Deswegen, die Konsistenz hat deswegen auch sehr fleischig. Und Gerstenmalzextrakt und irgendwas, genau, Algenpulver oder sowas. Und dadurch wird es halt richtig geil. Genau, die Basis ist glaube ich, Weizenprotein und. Ich kann noch kurz halten, die Kamera. Okay.
Ja, Rest hatte ich schon erzählt mit Weizenprotein, Sojaprotein, ein bisschen Gemüse. Und du hast ja wirklich noch nie einen gegessen, du hast bisher nur diese Hamburger gegessen. Und diese Soße, ne? Die ist geil, oder? Sag mal zu. Das schmeckt wie ein echter Burger. Das ist geil. Das ist lecker. Ja, was soll man dazu sagen? Sonst noch. Ja. Ich gebe ihn dir mal wieder zurück. Ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.